In diesem Video erkläre ich dir 5 wichtige Schritte, die du in jedem Mix oder besser gesagt vor jedem Mix machen solltest. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Wenn ich mir Mixing-Projekte von meinen Kunden anschaue, dann fällt mir immer wieder eine Sache ganz besonders ins Auge und die ist, dass ihre Mixing-Projekte einfach schlampig vorbereiten. Und jetzt muss ich dir leider diesen alten Satz, Ordnung ist das halbe Leben, um die Ohren werfen, denn der trifft nämlich einfach auch beim Abmischen zu. Wenn in deinen Mixing-Projekten von Anfang an ein unübersichtliches Chaos, zum Beispiel zwischen MIDI und Audiospuren herrscht, wenn du deine Puffergröße nicht richtig eingestellt hast, wenn du nicht weißt, welches Instrument wann spielt, wenn du nicht weißt, wo welcher Songpart ist, dann ist dein Mix von vornherein zum Scheitern verurteilt. Glaube mir. Deswegen zeige ich dir jetzt 5 wichtige Arbeitsschritte, die du unbedingt machen solltest, bevor du auch nur das erste Plugin in einen Kanalzug lädst. Wir fangen an mit Schritt Nummer 1 und das sind die Basisvorbereitungen. Bevor ich die Spuren ins Projekt ziehe, sind für mich vor allem 2 Dinge wichtig. Und das ist einmal das Projekttempo und zum anderen ist es die Puffergröße. Ich schaue mal erst nach der Puffergröße. Das ist in den meisten DAWs ähnlich, irgendwo bei den Audioeinstellungen. Und dann ploppen die hier auf und ich habe jetzt hier die Puffergröße 1024 Samples eingestellt. Ja, beim Aufnehmen nimmst du eher eine kleinere Puffergröße und beim Abmischen nimmst du eine größere, weil du ja höchstwahrscheinlich auch zumindest das eine oder andere Plugin haben wirst, das sehr CPU-hungrig ist. Das haben wir jetzt also gemacht und das zweite, auf was ich achte, ist das Tempo. Das ist wirklich wichtig. Ich habe jetzt in dem Fall von der Band das Tempo bekommen, das sind 114 BPM. Du kannst es aber auch anpassen hier in Logic, in einem Anpassen-Modus. Auch das gibt es so oder so ähnlich in jeder DAW. Und jetzt ziehen wir die Spuren einfach mal rein. Ich habe jetzt also alle Spuren reingeladen und mache mal einen kurzen Check, ob das Tempo passt. Our souls consumed by fire, nothing left to say. Gonna burn this temple down now. Okay, das hört sich gut an, das Tempo passt und wir haben die richtige Puffergröße ausgewählt. Wenn ich diese wichtigen Basisvorbereitungen hinter mich gebracht habe, dann mache ich das, was ich den visuellen Check nenne. Das heißt, ich schaue mir jede Spur mal kurz an, höre vielleicht auch mal kurz rein. Ich schaue, wann welches Instrument spielt. Ich benenne die Spuren ordentlich und bringe sie in die richtige Reihenfolge, damit ich den nötigen Überblick und die nötige Ordnung habe. In diesem Schritt geht es mir vor allem um das Benennen, Sortieren und Einfärben der Spuren. Einfärben hat Logic jetzt für mich schon selber gemacht und ich mache jetzt diesen besagten visuellen Check. Ich schaue also in jede Spur kurz rein und höre teilweise auch rein und sehe dann schon, welche Spur wann spielt. Ja, das ist immer schon mal gut und was ich jetzt mache ist zunächst mal, dass ich auch hier schaue, dass ich diese Teile lösche, wo die Spur nicht spielt. Das hilft mir dann später viel schneller zu sehen, wo welches Instrument spielt. Und dann muss ich dir natürlich auch die Spuren ordnen. Denn meistens ist es so, wenn du Spuren reinziehst, sind die nach Alphabet geordnet. Das heißt, alle Drumspuren sind jetzt kreuz und quer hier links und rechts verteilt. Und die möchte ich natürlich jetzt so einfärben, dass alle Drumspuren die gleiche Farbe haben und dass auch alle Drumspuren zum Beispiel untereinander sind und die Spuren, die logisch zueinander passen. Okay, ich bin fertig. Was du jetzt hier siehst ist, ich habe meine Drumspuren alle gleich eingefärbt. Ich habe die ganzen Pads gleich eingefärbt. Hier ist noch eine Gitarre, die Lead Vocals. Und diese Vocoder-Geschichten, die jetzt hier für diesen Song ausschlaggebend sind. Das ist das eine. Über diese farbliche Unterscheidung sehe ich jetzt sofort, wo ist welches Instrument und kann danach suchen. Das zweite ist, ich habe aus jeder Spur stumme Stellen rausgeschnitten, beziehungsweise da, wo das Instrument nicht spielt, will ich auch keine Spur hier sehen. Das hat den Vorteil, dass ich jetzt so ein bisschen einen visuellen Überblick habe, welche Spuren miteinander zusammenhängen. Das kann ich hier schon so ein bisschen mir angucken. Und dadurch habe ich einfach einen besseren Überblick. Ich könnte jetzt auch schon Gruppen anlegen, das mache ich aber noch nicht, weil ich den Song noch nicht so richtig kenne. Das mache ich dann erst morgen, wenn ich den Mix tatsächlich anfange. Wir können jetzt nochmal den Vergleich anschauen, wie es aussah, als ich die Spuren reingezogen habe und wie es jetzt aussieht. Also, ich denke, du stimmst mir zu, so haben wir jetzt eine wesentlich bessere Übersicht und Ordnung. Ist auch das erledigt, geht's weiter mit Schritt Nummer 3 und das ist der richtige Eingangspegel der Spuren. Um den Eingangspegel zu checken, wechsle ich jetzt in den Mixer, lasse euch mal eine Stelle laufen, wo sehr viele Instrumente spielen und schaue dann, ob da alles passt oder ob irgendwas übersteuert. Okay,
Okay, es sieht in diesem Projekt so aus, als ob beim Recording vorbildlich gearbeitet wurde. Wir haben hier 6 dB Headroom und keine der Einzelspuren überzeugt tatsächlich. Ja. Das passiert allerdings in den meisten, insbesondere Amateuraufnahmen, nicht. In den meisten Aufnahmen, in den meisten Rohspuren, die du bekommst, kann ich dir jetzt schon garantieren, dass es übersteuern wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Das ist ein anderes Thema, das sogenannte Gain Staging. Aber wenn ich jetzt hier eine Spur hätte, die übersteuern würde, hätte ich jetzt hier ein Logic und in jeder anderen DAW hast du auch verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich kann zum Beispiel hier, wenn diese Spur hier besonders laut ist, könnte ich hier den Pegel einfach runterziehen. Das siehst du auch visuell bei dieser Spur, dass es dann leiser wird. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder du kannst einfach ein Gain Staging Plugin benutzen oder ein Gain Plugin, das hat auch jede DAW und kannst hier den Gain runterdrehen und dann wäre diese Spur leiser. Übrigens, wenn du dich beim Abmischen immer noch unsicher fühlst, wenn du nicht weißt, welchen Schritt du nach dem anderen machen sollst, welche Schritte überhaupt nacheinander kommen, wann du den Equalizer, wann du Kompressoren, wann du Hall und Delay einsetzen sollst, wie das alles nacheinander funktioniert, dann empfehle ich dir mein PDF Speedmixing. Da zeige ich dir in 10 einfachen Schritten, wie du zum perfekten Mix kommst. Denn um zum perfekten Mix zu kommen, brauchst du das richtige Mixing-System. Und es ist auch immer von Vorteil, wenn du zügig abmischst. Ich erkläre dir in diesem PDF auch ganz genau, warum. Also das PDF unbedingt runterladen, habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Jetzt geht's weiter mit Schritt Nummer 4 und das ist die Suche nach Störgeräuschen. Und glaub mir, dieser Schritt ist unglaublich wichtig, wenn nicht der wichtigste Schritt überhaupt. Mit Störgeräuschen meine ich Atmer, Trittschallgeräusche, Knackser, Schmatzer, Verstärker, Brummen. Solche Geschichten, die solltest du unbedingt suchen. Und glaube mir, auch wenn dir diese Störgeräusche eher leise vorkommen bei den Rohspuren, denke daran, dass du nachher sehr wahrscheinlich Kompressoren oder sogar 2 Kompressoren auf so eine Spur anwendest und die holen diese Störgeräusche einfach sehr stark nach vorne. Deswegen ist dieser Schritt ganz entscheidend. Störgeräusche tauchen meistens bei akustischen Instrumenten auf oder auch bei Gitarren, Gitarrenverstärkern, die aufgenommen worden sind. Hier in dem Projekt sind jetzt sehr viele Synthesizer-Instrumente, die programmiert sind. Da brauche ich nicht so auf Störgeräusche checken. Was ich auf jeden Fall aber machen muss, ist natürlich der Gesang und die Gitarre hier. Beim Gesang geht es hauptsächlich um Atmer, um Schmatzer oder um Knackser oder um Trittschallgeräusche in der Gesangskabine. Da passiert sowas eher am öftesten und bei der Gitarre kann es sein, dass der Verstärker brummt oder dass es irgendein Störgeräusch gibt, wenn der Gitarrist sich im Aufnahmeraum bewegt hat oder sonstiges. Wir checken jetzt erstmal den Gesang, das ist hier das wichtigste Element, ob es irgendwas gibt, was stören könnte. Gonna burn this temple down now, burn it all away. Burn it all away. Es fallen 2 Sachen auf. Zunächst mal atmet sie sehr laut. Das müssen wir ändern. Und zum Zweiten hört man so ein bisschen das, habe ich gerade schon gesagt, das Playback, das sie im Kopfhörer hat von der Gesangskabine. Das hören wir. Und das ist aber jetzt nicht so sehr störend, weil wenn dann nachher der Gesamtmix dazukommt, werden wir das nicht so hören. Das ist eigentlich normal, dass das passieren kann. Und ich glaube, hier bei den größeren Pausen haben sie tatsächlich dann auch ein Gate eingesetzt, dass man nichts mehr hört. Burn it all away. Zack, jetzt ist nichts mehr da. Also müssen wir uns in dem Fall um die Atmung kümmern. Und das mache ich mit einem Plugin, das sich Deep Breath nennt von Waves. Damit, das kann Atmer erkennen und leiser machen. Das ist ein sehr einfaches Plugin. Ich habe dazu auch nochmal ein extra Video gemacht, wie es funktioniert. Ich erkläre es jetzt hier nicht in den Einzelheiten. Das heißt, ich gehe also jetzt hier nochmal rein und lasse das Plugin direkt mitlaufen und schaue, ob die Einstellungen so passen, dass sie weniger Atmer hat oder dass die Art, dass Atemgeräusche leiser sind. Burn it all away. Hier ist es jetzt deutlich gesehen, wie er den Atmer leiser macht hier. Ist eigentlich ein relativ intuitives Plugin. Ich probiere es nochmal. Wir machen den Atmer mal mit ausgeschaltetem Plugin und dann nochmal mit angeschaltetem. Sehr lauter Atmer hier. Jetzt habe ich es an. Jetzt sollte er leiser sein. Also gehört also wesentlich leiser. Das werde ich jetzt für die ganze Spur so probieren. Also wenn ich fertig bin, gehe ich dann einfach auf Bouncen. Dann habe ich hier meine neue Spur. Das Plugin ist mit eingelesen und ich kann dann die Originalspur einfach löschen und bin dann fertig. Zu guter Letzt mache ich dann noch Schritt Nummer 5 und das ist, ich erstelle mir Marker für die Songs. Marker ist jetzt ein bisschen Logic-spezifisch. Mit Markern kann ich einfach festlegen,
wann oder mir einzeichnen, wo welcher Songpart ist, Intro, Vers 1, Pre-Chorus, Chorus, und somit kann ich sehr, sehr schnell durch das Projekt navigieren. Marker kann man aber auch in jeder anderen ordentlichen DAW setzen. Um mir in Logic Marker anzulegen, klicke ich einfach hier oben und gehe dann auf Marker. Und jetzt kann ich mir hier Marker anlegen. Ich höre mir praktisch an, was ist das Intro, was ist das Outro, setze dann hier die Marker ein. Das wäre jetzt zum Beispiel Intro. Und so gehe ich jetzt Stück für Stück durch und schaue einfach, wie ist der Song eingeteilt, wie kann ich schnell durch die Parts navigieren. Ich habe mir die Marker jetzt angelegt und kann jetzt über mehrere Befehle verschiedene Sachen machen. Ich kann zunächst mal sehr schnell zu den einzelnen Songparts navigieren und kann die abspielen. Zum Beispiel hier, ich möchte zum Vers und danach schnell zum Chorus 3. Zum Interlude. Okay, ich kann auch gleich einen Cycle-Bereich setzen, sodass er mir das cycelt. Also solche Marker sind super praktisch, um schnell durch dein Projekt zu navigieren, um schnell zu Stellen zu springen, die du bearbeiten möchtest, oder hin und her zu springen zwischen zwei Stellen, die du bearbeiten möchtest. Deswegen mache ich das immer sehr gerne, weil es einfach super praktisch ist. Jetzt interessiert mich natürlich noch sehr deine Meinung. Hast du dich ein bisschen ertappt, ein bisschen wiedererkannt bei diesen Fehlern in der Vorbereitung, oder hast du eine Top-Vorbereitung, hast du ein eigenes System, mit dem das gut funktioniert und dass du immer gut arbeiten kannst, gut starten kannst? Ich empfehle übrigens auch, die Vorbereitungsarbeiten einen Tag vorher zu machen. Also das, was ich dir jetzt hier erklärt habe, mache ich immer abends, sodass ich morgens frisch an einen ordentlich vorbereiteten Mix sitze. Wie machst du das? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Falls du dich für die Geschichte mit den Markern interessierst, wie du schnell durch ein Projekt navigieren kannst, dann empfehle ich dir dieses Video. Da erkläre ich, wie das in Logic funktioniert. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns und bis bald.